Destillate in Holzfässern gereift sind nicht nur eine Konzeptfrage. Sie haben in unterschiedlichen Ländern auch Tradition. Klassische Fruchtdestillate mit Holzaromen, wie zum Beispiel ein Calvados, sind ja allseits bekannt. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge der Inside World Spirits Shots, in denen wir neuen Konzepten auf den Grund gehen werden. Gemeinsam mit Gerhard Liebel aus Bad Kötzingen werden wir die Sendung moderieren, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Servus, Gerhard. Servus, Wolfram, liebe Grüße nach Österreich. Ja, schöne Grüße zu euch nach Bad Kötzingen auf. Du Gerhard, du produzierst ja schon seit ewigen Zeiten Spezialitäten, in letzter Zeit auch für Whisky. Der betriebliche Bandbreite reicht von bis, erklär du's? Also unser Betrieb ist natürlich jetzt einmal, wenn man es einmal von der Gründung her sieht, haben wir natürlich ein Betrieb, der im Bayerischen Wald ist, Bärwurz traditionell, und das sind so Produkte, mit denen wir angefangen haben. 1990 haben wir dann die erste Brennerei bekommen, haben angefangen eben mit den Klassikern Apfel, Birne, Zwetschge. Haben natürlich dann auch immer wieder viele verschiedene Obstdestillate, so Raritäten, Schlehe, Vogelbeere, Eibe, Mahoni, Weißdorn, also viele Destillate, Wilddestillate, die heute halt sehr anspruchsvoll sind und wo halt auch immer ein bisschen Anreiz geben, immer das Beste aus dem Produkt rauszubringen. Wenn man die Geschichte betrachtet, geht eigentlich die Fasslagerung unter Anführungszeichen auf die industrielle Revolution zurück. Fässer wurden verwendet, um Alkohol zu transportieren, um Wein, um Spiritosen zu transportieren. Mit der Zeit ist man natürlich draufgekommen, dass Fässer, wenn sie auch getoastet sind, einen positiven oder positive Auswirkungen auf das Produkt haben. Wenn wir jetzt von den Fässern generell sprechen, welche Holzfassarten hast du im Gebrauch? Also natürlich jetzt, wenn wir nochmal anfangen von unserem Whisky, was wir machen, haben wir natürlich auf 100% Eiche. Ob es jetzt amerikanische Weißeiche ist oder französische Limousin-Eiche ist. Wobei wir aber jetzt eigentlich dann bei den Obstdestillaten von der Eiche weggingen, dann gehen wir auf Holzfässer, hauptsächlich Kastanie zum Beispiel, Kirsche oder eben auch Maulbeerbaumfass. Verwendest du auch ungetoastete Esche zum Abrunden? Eigentlich wenig, weil wir eigentlich hergingen und machen natürlich verschiedene Fills. Also wir haben natürlich neue Fässer, also First Fill, benutzen die natürlich dann aber noch ein zweites Mal als First Refill oder zum Teil ein drittes Mal als Second Refill. Und wenn wir halt eine Abfüllung machen, dann mischen wir halt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt einen klassischen Williams Binnenbrand haben am Holzfass, nehmen wir natürlich nicht nur ein neues Fass her, sondern natürlich auch gebrauchte, um auch über die Jahre hinweg eine gleichbleibende Qualität zu bekommen, weil natürlich schon ein Unterschied ist, nämlich ein neues Fass her, ne? Lege ich die gleiche Charge Williams Binnenbrand in ein bereits belegtes Fass, und wenn ich das mal probiere, was nach einem Jahr aus dem Produkt rauskommt oder wie sich das Produkt entwickelt hat, hätte ich halt dann zwei verschiedene Williams Binnenbrände auf Holzfass gelagert. Und der Kunde ist natürlich auch verwöhnt und will über die ganzen Jahre eigentlich schon ein gleich bleibendes Produkt, und so hat sich das bei uns bewährt, dass wir halt dann, wenn es wie jetzt Williams ist, ein Produkt, das wir ständig haben, wir eben dann immer einen Cuvée machen aus unterschiedlichen Fässern, in unterschiedliche, also immer Kastanie, aber in unterschiedlichen Belegungen. Was mich auch interessieren wird, wenn du ein Fass mit einem Fruchtdestillat belegt hast, verwendest du das dann auch weiter für die Whisky-Produktion oder Rumproduktion? Ja, haben wir jetzt mal dann ein ganz interessantes Projekt laufen. Und zwar haben wir, das war jetzt 2020, zum ersten Mal einen Marillenbrand, Finchgauer Marille war das, auf dem Maulbeerbaumfass gelegt zum Reifen. Und das haben wir ein Jahr gedauert, nach einem Jahr haben wir das Fass entleert. Und das haben wir jetzt zum Beispiel hergenommen und haben unseren bayerischen Rum jetzt auf das Fass gelegt. Und das ist ganz, ganz interessant, weil natürlich jetzt hier viele Aromen aufeinandertreffen. Natürlich jetzt die typischen Rum-Ester, die das New Make vom Rum mitbringen. Dann kennen wir natürlich die Aromen vom Maulbeer, aber natürlich auch ein Jahr Lagerung vom Marillenbrand auf dem Fass.
haben natürlich deutliche Aromen im Fass hinterlassen. Und das ist momentan wirklich eine ganz tolle Kombi. Wir haben jetzt vorher mal nochmal probiert und wir sind begeistert. Auch in Fassstärke mit 55%. Das ist so eine tolle Harmonie zwischen der Frucht und dem Rum. Wir machen aber das genauso eben auch bei Whisky-Fässern, wo man auch Whisky-Fass, also Sherry-Fass, Whisky draufkriegt, nach dem Whisky entleeren, Rum draufkriegt. Und ist auch ganz spannend, was da rauskommt. Okay, da haben wir die Holz, die Fruchtdestillate, da haben wir Whisky-Rum. Belegst du auch mit Ex-Rum-Whisky-Fässern Fruchtdestillate? Also wir haben jetzt natürlich in Ex-Rum-Fässer, die nehmen wir her, um unsere Whiskys zu reifen, ganz klar, weil es passt gut, Whisky auf dem Rumfass. Nee, also die Aromen passen gut. Beim Obstbrand war es mir ein bisschen zu spezifisch. Ist vielleicht eine Ansichtssache, ist aber jetzt meine Philosophie. Aus dem Grund nehmen wir auch eigentlich keine Eichenfässer her, weil ich bei einem Obstbrand, den ich auf Holzfass lagere, will ich eigentlich natürlich schon die typischen Fruchtaromen, sei es jetzt eine Birne, sei es eine Quiete, eine Zwetschge, oder auch eine Vogelbeere, dass die nach wie vor vordergründig sind und auch ganz, ganz klar und deutlich in der Sensorik wahrnehmbar sind, so in der Nase als auch am Gaumen. Und eigentlich die Aromen, die das Fass bringt, eigentlich eher begleitend sind und schöne, weiche, runde, leicht süße Vanillearomen eben auch ins Destillat hineinbringen. Ich kann nur eins sagen, du weißt, wir brennen ja selber, du weißt, wir arbeiten ewig mit Holz, Mut kann man nicht kaufen, man muss es probieren. So, wenn wir jetzt von Kaufen reden, verwendest du in erster Linie neue Fässer oder gebrauchte Fässer? Also eigentlich, wenn wir jetzt dann Fässer verwenden, um Obstdestillate drauf zu reifen, dann nehmen wir eigentlich dann 95% eben dann neue Fässer. Also wie eben angesprochen, Kastanie, Maulbeere, Kirsche. Und machen halt dann eben auf denen die unterschiedlichen Füllungen und küvettieren die wieder. Was wir eigentlich jetzt nicht machen oder was mir persönlich, das ist meine persönliche Einschätzung oder Philosophie, was ich nicht immer mag, ist eben dann zum Beispiel einen Williamsbinnenbrand würde ich nie auf einen frisch entleerten Whisky-Fass reifen lassen. Ja, ich denke auch, weil man könnte vielleicht dann, das höchste war vielleicht einmal ein Finish über 3-4 Monate, aber wenn man dann einmal Lagerdauer, Lagerzeiten angeht, die zum Teil über ein Jahr sind, dann denke ich, wird das Thema Whisky oder der Whisky-Charakter, welche dann ins Obstdestillat hineinkommt, einfach zu intensiv. Und das Obstdestillat ist einfach dann letztendlich nur noch hintergründig. Verwendest du dann praktisch nur leicht getoastete Fässer für deine Fruchtdestillate? Oder auch Char? Also hauptsächlich sind meine Holzfässer zum Teil sogar gar nicht getoastet. Oder nur eben maximal leicht, also heavy nehme ich eigentlich gar nicht her. Ne, weil das eine Thema ist natürlich die Aromen und die Farbe, wo reinkommt. Das andere ist aber auch natürlich der Faktor Zeit. Und wenn ich jetzt dann neue Fässer schwer getoastet hernehme und lasse einen Obstbrand dann über ein, zum Teil zwei, und wir haben auch viele Produkte, die lagern 3 und 4 Jahre, ne, dann würden die Aromen auch fast durchs Toasting einfach zu intensiv werden. Was ich aber will, ist jetzt nicht bloß eine tolle Farbe, sondern ich will eben auch, dass man über die lange Zeit durch das Thema Reifen, Oxidation, Veresterung, ne, auch über das Thema, dass jetzt der Alkohol ja auch verdunstet, will ich einfach mal weiche Destillate, die auch dann einmal mit 45 oder mit 48 Volumenprozent, wenn man das genießt, wunderbar zum Trinken sein, ohne dass der Alkohol anstrengend wird. Und das kann ich nur, wenn ich auch das Thema Zeit mit ins Spiel nehme, oft einmal eine Lagerdauer von 3 bis 4 Jahren habe. Ne? Wir gehen auch oft einmal nicht auf große Fässer, sondern bleiben in der Regel bei maximal 50er bis 100 Liter. Zeit hängt auch mit dem Faktor Kosten zusammen. Lange Lagerdauer ist hohe Kosten, oder verursacht hohe Kosten. Ich kann nur eines sagen, wir brennen seit über 30 Jahren auch und ich arbeite seit 30 Jahren mit Holz. Wir haben immer getoastetes Holz verwendet. Seit circa 20 Jahren verwenden wir nur gekohltes Holz, aber in erster Linie für Apfelprodukte. Und ich kann nur sagen, die Produkte, bis sie reif sind, dauern 7 Jahre im Grunde genommen. Apropos, du hast ja eine Hefe, die sich genauso 10 Jahre gelagert. Ja, das war mal ein toller Versuch, den wir gehabt haben, den wir aber jetzt seitdem auch regelmäßig machen, haben wir ja bei dir eingereicht, hast du ja probiert. Ich denke, er hat sehr, sehr gut abgeschnitten.
mit einer wunderbaren Doppelgold. Und da haben wir eben einen Hefe gehabt. Also das war eine Lemberger Hefe aus Baden-Württemberg, die wir klassisch wie unseren Whisky doppelt destilliert haben und dann für über 12 Jahre auf einem frisch entleerten 225 Liter Fass, das war Akkulon Rotwein, eben dann noch gereift haben. Und hat natürlich lang gedauert, die 12 Jahre waren wichtig, aber nach 12 Jahren haben wir natürlich jetzt dann da auch ein Top-Produkt rausgekriegt. Du hast zwar gesagt, ist kostenspielig, ja, das ist richtig, aber letztendlich einmal, denke ich, ist die Kombination aus dem richtigen Management beim Holzfass, die Größe des Holzes, ist es was, was vorher drinnen, wie lange habe ich es oder kann ich es mir auch leisten, reifen zu lassen, um jetzt hier ein Top-Produkt zu produzieren. Mein subjektives Urteil, das Beste, was ich jemals an Hefe, Holz getrunken habe, ist von dir. Du hast ja neben den Produkten, die wir jetzt gleich anschließend verkosten werden, auch andere Produkte im Holz schon produziert. Hast du nicht eine schwarze Rehwiesel auch oder Himbeeren im Holz schon gelagert? Nein, haben wir nicht, aber wir machen vorher zum Beispiel mit Pflaumen, also Hafenpflaumen, Wildpflaumen zum Beispiel, also Ziehbarten. Ne, unterschiedliche Kirschen lassen wir auf Holz lagern, natürlich auch einen Vogelbeerbrand, den haben wir ja zum Verkosten mit dabei. Oder was wir auch ab und zu gerne machen, ist zum Beispiel ein Eibenbrand, also auch was ganz Ausgefallenes, eben jetzt hier dann da auf Maulbeere gereift, ist auch wirklich ein toller Wildobstbrand, über 3 Jahre, klassisch Top-Produkt. Okay, sprechen wir jetzt unsere Fruchtdestillate durch. Als erstes Produkt hast du eine Williams Holzfass gelagert hergerichtet. Wie viel Volumenprozent hat dieses Produkt, beziehungsweise in welchem Holz hast du es gelagert oder gereift und wie lange? Also Williams haben wir klassisch eigentlich einmal mit 40 Volumenprozent. Gereift ist es dann zwischen 1 bis 2 Jahre und da haben wir eben immer dieses Cuvée aus, zum Teil die neuen Fässer. Die lassen wir 1 Jahr reifen, die gebrauchten Fässer in der Regel 2 Jahre. Damit ist es ein Produkt eben ein zweijährig, was wir jetzt dann da jetzt hier mischen. Und sind halt klassische Williams-Birnen, die wir hauptsächlich dann aus Italien, aus der Emilia Romana beziehen. Gelbe Williams, oder? Rote? Nur Williams, ja. Okay, wenn du das Produkt jetzt ja verkostest, beschreibst bitte, wie das Verhältnis Frucht-Holz ist. Also wie gesagt, bei uns ist das Thema Holz ja eigentlich eher die Begleitung, weil wenn du in der Nase reinrückst, hast du natürlich klassisch ist eben das Thema Frucht, typisch Williamsbirne. Du hast natürlich eine leichte Süße, eben ein bisschen Vanille, die jetzt hier vom Kastanienholz kommt. Und eigentlich am meisten, wenn ich den Brand verkoste, habe ich eigentlich die Holzeindrücke eben am Gaumen, weil 40%, die haben eigentlich ganz, ganz weich, ganz geschmeidig. Das ist wirklich easy drinking, was man da im Glas findet. Okay, das nächste Produkt ist eine Quitte, was du hast. Die Quitte hätte mir ehrlich gesagt nicht ins Fass geben getraut. Von der Nase her schon, diese ganzen Zitrusaromen, aber das ganze Medizinalherbe im Grunde genommen vom Geschmack, wie verträgt sich das mit dem Holz, beziehungsweise mit welchem Holz? Also hier haben wir auch im Prinzip jetzt dann ein 50 Liter Kastanienholzfass gehabt, das aber vorher schon einmal belegt war mit einer Williamsbirne. Und dann kommen natürlich Aromen zusammen, die halt passen, weil die Quitte hat natürlich jetzt eben auch schöne fruchtige Anklänge, ein bisschen Apfel, ein bisschen Birne, auch ein bisschen Zitrus. Ne? Und in Kombi dann wieder mit den Holzaromen, wieder ein bisschen Vanille, leichten, feinen Gerbstoff und leichte Tannine, machen da eben ein geschmeidiges Produkt raus, wobei wir jetzt den Quitte mit, ich glaube, 45 Volumen jetzt hier im Holz haben und trotzdem das eben dann vom Alkohol sehr gut eingebunden und auch dicht und harmonisch ist. Bevor wir zur Vogelbeer kommen, ich sehe, du bist anscheinend ein Freak für Kastanien. Hast du schon mal Kastanien gebrannt? Kastanien habe ich leider noch nicht gebrannt. Ich habe zwar mal einen Vortrag mitten müssen, aber das war spannend. Aber ich habe einmal Kastanienbrände probiert und das waren zwei unterschiedliche Produkte. Eins war echt top, das andere war eigentlich eher so ein bisschen ja, mehlig und fad. Ist vielleicht einmal was für die Zukunft, aber momentan habe ich noch keinen Lieferanten gefunden, wo ich eine gewisse Menge an Kastanie in einer gewissen Qualität kriege, damit sie das auch rendiert zum Destillieren.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf Sardinien oder auf Korsika wird der Kastanien-Whisky gebrannt. Das wäre ein spannendes Projekt für die. Im Grunde genommen, der Whisky darf man es anscheinend nicht nur auf eine der beiden Inseln nehmen, aber wäre wahrscheinlich spannend. So, wir gehen jetzt zur Vogelbeere. Wie kannst du eine Vogelbeere in ein Fass tun? Ja, da wird in Österreich immer gesteinigt, wenn ich die irgendwo einreiche. Nur gesteinigt. Weil die meisten sagen, Vogelbeere passt nicht auf Holz. Da bin ich eigentlich schon anderer Meinung, weil mir das Produkt am Holz einfach mal sehr, sehr gut gefällt. Und das Urteil, ja, hast einen schlechten Brand, gib ihn aufs Holz, mag natürlich aus einem schlechten Produkt mal ein bisschen ein besseres Produkt machen. Aber ich denke, wenn man ein gutes Holz hat und auch das Fass passt, dann kommt das wirklich eine tolle Kombination, was raus wird. Weil du hast natürlich klassisch, wenn du einrückst, diese intensiven, ganz, ganz kräftigen Marzipantöne. Du hast das Erdige, du hast das Mehlige. Ne? Du hast eine herbfruchtige Aromatik drin. Und dann kommt eben ganz leicht jetzt dann auch die Vanille wieder aus dem Kastanien, aus dem Malbeerfass. Und das Ganze setzt sich fort und es ist einfach mal dicht und komplex. Und mittlerweile ist jetzt unser ältester Vogelbeerbrand auf Holzfass, unser Reserve, mit über 6 Jahren. Also eine ganz, ganz, das ist schon fast wie einen Whisky auf dem Bordeaux-Fass über 12 Jahre greift. Ganz, ganz dicht und komplex, Mahagonifarben. Ja, und das macht echt Spaß, sowas gibt man dann zum Verkosten. Spaß hat das auch gemacht. Mit dir, Gerhard, heute das Thema Destillate in Holz oder Destillate mit Holzfasslagerung abzuarbeiten. Danke, dass du mit dabei warst. Bei Ihnen zu Hause möchte ich mich auch bedanken. Entdecken Sie mit uns gemeinsam die spannende Welt der Spiritosen. Abonnieren Sie bitte auf YouTube, auf dem Inside World Spirits Channel und empfehlen Sie uns bitte Ihren Freunden weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge der Inside World Spirits Shots. Prost! Gesundheit, auf Wiedersehen.